In Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern hat ein unbekannter Täter eine Anwältin in ihrer Kanzlei erschossen. Zeugen hatten zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr drei Schüsse aus dem Wohn- und Geschäftshaus gehört und die Polizei alarmiert. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Mann bewaffnet ist. Für die Bevölkerung sieht die Polizei keine Gefahr, es handle sich nicht um einen Amoklauf, sagte eine Sprecherin. Zahlreiche Beamte und auch die Hubschrauberstaffel sind im Einsatz. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar.